Umgekippte Sanduhr. P, oder? War es P? War es dann P? P, P? Das ist ein Buch über die Runenschrift. P, P, wo ist das? Da ist das P. So eine Art F haben wir doch bestimmt auch. Wo? Da ist das F. Und R. Und dann noch einmal. Gibt's noch ein. Ah. Mücke, die Tür ist offen. Juhu. Sieh mal da drüben, eine Schatztruhe. Juhu. Aber da ist ein großes Schloss dran. Nehmen wir erstmal das hier. Ach nee, hier gibt's auch keinen vergessenen Moment. Hihihi. Denn. Ich verstehe. Das ist ein Passwortschloss. Jetzt sind die zerrissenen Papierfetzen zusammengefügt. Merlin. Ja, genau. Dann geben wir das mal ein. Dann haben wir den Schatzi. Glaubt ihr, ihr wollt nicht ernsthaft? Schade, das war keine Schatztruhe. Ist sie vollkommen leer? Ja, nein. Super, wir haben einen vergessenen Moment gefunden. Das ist wirklich Wahnsinn. Mehr gibt's hier dann wirklich nicht. Hier muss es aber noch einen vergessenen Moment geben. Aha, dachte ich's mir doch. Und zurück. Jetzt haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Der Schatz war nicht hier, aber er war woanders. Ah ja. Hier runter müssen wir nochmal. Oh yeah. So. Jetzt müssen wir diese Flaschen füllen. Lass uns eine Flasche füllen. Genau. Und noch eine, bis das Ding leer ist, war da wenig drin. Lass uns eine Flasche füllen. So. Lass uns eine Flasche füllen. Ein geheimer Raum. Wie aufregend. Gehen wir rein. Eine Mauer. Dahinter muss der Schatz sein. Lass uns ein Loch in die Wand schlagen. Das musst du allein machen. Ich kann diese Katze mit ihren Fangzähnen nicht ausstehen. Die ist tot. Katze mit Fangzähnen? Wo? Mit Sicherheit. Das Katzenskelett. Da, auf dem Boden. Puh. Gott sei Dank war es keine echte Geisterkatze. Ja, kann man von Glück reden, nicht wahr? Es ist nicht allzu schwer, diesen Stein zu lösen. Dieser Stein sitzt hier fest. Aber der hier nicht. Wir haben einen Hammer, damit klopfen wir mal drauf. Jetzt ist ein Loch in der Wand. Aber es ist zu klein für dich, Max. Wir müssen es größer machen. Moment, da habe ich was vergessen. Wir haben noch nicht alles, was wir brauchen. Ha, 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 ha. Ihr erinnert euch. Bibliothek. Da gab es einen geheimen Raum. Da kommen wir hin, indem wir noch das Buch, ich glaube das war's, dieses Buch da reinschieben und dann geht das auf. Sieh mal, eine Geheimtür. Wahnsinn. Ich muss noch mal was trinken. Max, sieh mal, ein Labor. Es muss dem Grafen gehören. Was er hier wohl zusammenbraut, lass uns das einmal näher betrachten. Was könnte das nur sein? Ich will den vergessenen Moment derweil, erzählst du, was das ist. Auf dem Tisch ist eine komplizierte Laborausrüstung aufgebaut. Naja, so kompliziert. Ein scharfer Geruch von Chemikalien hängt in der Luft des kleinen Raumes. So, jetzt können die Kinder auch lernen, wie man Sprengstoff herstellt, nämlich Nitroglycerin. Aber ich will den vergessenen Moment hier finden. Aha.
Dankeschön. Dann zünden wir das doch an. Wir machen einfach nochmal... Das ist eine Streichholzschachtel. Ein Streichholz. Ups, zünden es an. Und dann wird das angemacht. Wie das kocht und blubbert. Das ist spannend. Wenn ich mich nicht irre, ist das Sprengstoff. Vielleicht Nitroglycerin. Was ist Nitrokizosin? Nitroglycerin. Das ist ein sehr gefährlicher Sprengstoff. Kann man damit ein Loch in eine Wand sprengen? Oh, das ist genau das, was wir brauchen würden. Damit kannst du sogar eine ganze Wand in die Luft jagen. Interessant, wie sich die Farben verändern. Plötzlich. Meins. Was haben wir da gefunden? Nitroglycerin. So, hier rein. Und dann geht's jetzt nochmal runter. Drehen wir die Zeit nochmal ein bisschen zurück. Und dann stellen wir das Nitroglycerin doch da rein. Jetzt müssen wir es noch scharf machen. Ich glaube, es reagiert empfindlich auf Hasen. Oder doch nicht? Auf batteriebetriebene Hasen. Ja, ich glaube, das hat funktioniert. Oh, das ist keine Schatzkammer. Oh. Sieht eher wie ein Abwasserkanal aus. Das ist der Abwasserkanal. Ew, Igitt, pass auf, dass du nicht in diese schleimige Brühe fällst. Keine Sorge, ich will nur einen vergessenen Moment. Die alten Schlossmauern sind voller Risse. Ein seltsames Licht fällt auf die glitschigen Mauersteine. Die Luft in den Kanalgängen ist von einem übel riechenden Gestank verpestet. Die alten Schlossmauern sind voller Risse. Ein seltsames Licht fällt auf die glitschigen Mauersteine. Warum sollte hier überhaupt ein vergessener Moment sein? Ich meine, wer sitzt hier und vergisst die Zeit? Ach, naja. Es wäre bestimmt dumm, in diese Richtung zu gehen. Ja, dann sind wir nämlich Game Over, weil wir uns verlaufen. Ist so. Deswegen gehen wir hier entlang. Hier ist eine Sackgasse. Aber es scheint, als gäbe es rechts und links jeweils einen Ausgang. Und oben. Aber dafür brauchen wir eine Leiter. Und ich sehe da ein Schlüsselloch. Schau mal, da kommt eine Leiter runtergefahren. Wow, das war ja so schwierig. Dann suchen wir hier noch den vergessenen Moment. Ich bezweifle, dass wir ihn brauchen werden. Ein stabiles, schweres Eisengitter versperrt den Durchgang. Sonst noch was Interessantes? Jemand hat ein Loch in die Wand geschlagen. Ha, das ist ein Schlüsselloch. Der stinkende Schleim in den Abwasserkanälen scheint unendlich tief zu sein. Unendlich tief. In den düsteren Kanalgängen bekommt man ein unheimliches Gefühl. Ja, genau. Speichern wir einfach mal zur Sicherheit. Und hoch geht's. Ja, wir haben die Schatzkammer gefunden. Und da ist der Schatz. Oh oh, sitzt da etwa jemand drauf? Er sitzt wahrscheinlich schon sehr lange Zeit darauf. Glaubst du, er bewacht die Schatztruhe? Könnte gut möglich sein. Ich will den Schatz. Ich bin der Wächter des Schatzes. Nur Graf Nobelstein der Zweite darf den Schatz bekommen.
Oh Mann, das war ja unheimlich. Aber wir müssen dem Skelett folgen. Ja, unbedingt. Es weiß nicht, dass Graf Nobelstein der Zweite schon vor vielen Jahren gestorben ist. Und dass wir den Schatz für Graf Nobelstein den Neunten brauchen. Also los, hinterher. Was ist denn jetzt los? Uh-oh. Hey, wir sind eingeschlossen. Und der Schatz ist draußen. Es geht aber auch alles schief. Nun sind unsere beiden Freunde in der Schatzkammer eingeschlossen. Sie müssen sich schnell etwas einfallen lassen, um hier wieder herauszukommen. Tu was, Max. Schieb die Steine hier herüber. Was? Aha. Gut gemacht. Das habe ich nie verstanden, aber diese zwei müssen aktiviert sein. Und dann geht es anscheinend. Warum? Was? Steine? Hä? Also, naja. Wo ist das Rippengestell hingegangen? Ich glaube, ich kann etwas aus dem Gang dort drüben hören. Lass es uns versuchen. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt des Spiels. Im Labyrinth müssen alle Zähne der Zeit gefunden werden. Nur mit Hilfe der Zähne der Zeit kann das Skelett besiegt werden. Wir sind im Labyrinth. Und hier gibt's Zähne der Zeit und Schlüssel und Steine und was weiß ich. Und jede Menge Türen und Gänge und was weiß ich. Als Kind fand ich dieses Labyrinth extrem schwierig. Ich fand's sogar gruselig. Aber eigentlich ist das harmlos, ne? Und schwer? Ich weiß nicht. Schauen wir mal, ob wir eine Lösung finden. Wir gehen jetzt mal weiter. Ein Zahn der Zeit. Max, sieh nur! Ein Zahn der Zeit! Ich bin beeindruckt. So, es geht geradeaus und nach links. Wir gehen mal geradeaus. Hier geht's. Ein Zahn der Zeit. Noch ein Zahn der Zeit! Ja, ich bin überwältigt. Nach rechts. Nichts, noch weiter. Nichts, noch weiter. Und noch weiter. Die Tür ist verschlossen. Dann gehen wir mal wieder etwas zurück. Und dann gehen wir jetzt hier nach links.